Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend Isaac und ein wunderschönes Halloween. Lived alone in a small house. Und willkommen zu The Binding of Isaac. Isaac kept to himself, da ist er, der Kleine. Ich drücke mal weiter, damit ich in Ruhe reden kann. Ja, kleines Halloween-Special von meiner Seite. Wir hatten Isaac schon mal hier auf dem Kanal gespielt, als kleines Ersatzprojekt war das damals. Und ich habe gedacht, Binding of Isaac ist so ein kleines Roguelike? Ist das ein Roguelike? Ich glaube, das ist ein Roguelike. Der einfach gut passt, was wir spielen. Wir sind ein kleines Kind, was weint und Gegner kaputt weint und gegen verschiedene Sachen antreten muss. Wir könnten hier neu anfangen. Ich mache ein Let's Play-File. Ich glaube, ihr habt hier noch gar nicht angefangen. Wir machen mal ein komplett neues Spiel. Ja, New Run. Worum geht's hier? Sehen wir hier verschiedene Charaktere. Die müssten wir erstmal alle freischalten. Und ja, wir spielen Isaac. Isaac ist halt der Hauptcharakter dieses Spiels. Und ich starte es einfach mal. Wer es kennt, der kennt's. Wer es nicht kennt, der kriegt es vielleicht auf dem Weg mit, wie es funktioniert. Man sieht hier so dieses lustige Ding. Man kann sich bewegen. Ich spiele übrigens mit einem Xbox-Controller, weil der sich einfach gut macht für sowas. Eigentlich nutze ich den noch bloß für solche Spiele effektiv. Dann kann man hier in alle vier Richtungen lustig weinen. Man hat da oben sein Leben und eine Zeit und einen Score. Okay, dann schauen wir uns mal hier den nächstbesten Raum an, was hier so abgeht. Ja, toll, ist natürlich ein Stachelraum. Also, schau mal, Stacheln, die tun weh. Und in die Stacheln da hinten möchte ich jetzt zumindest noch nicht reinlaufen. Und man sieht hier schon, hier geht's los. Da kommen böse Fliegen an, wenn die uns treffen, tun die uns weh. Darum weinen wir die einfach kaputt und kriegen als Belohnung eine glitzerige Münze. Ja gut, einfach Geld. So wie Coins bei Mario, bloß dass man sich hier was davon kaufen kann. Ja, noch ein paar Gegner. Ich kenne das Spiel also schon, also ist jetzt nicht so, dass ich hier nicht weiß, was ich tue. Aber, na, die hauen halt ab, die haben Angst. Hey, eine Bombe. Und eine Pille, geil. Unbekannte Pillen, erstmal, aua, jetzt bin ich langsamer, ach nö. Okay, und da haben wir auch schon einen Bossraum. Ich will aber, bevor wir zum Bossraum gehen, also der Bossraum ist hier links, ne? Bevor wir zum Bossraum gehen, würde ich... Aufnahme stoppen, ja. Würde ich gerne nochmal gucken, ob ich hier nicht... Oh Gott, alles voll mit Fliegen. Das sind auch noch... Genau, so einen Goldraum finden. Solche Goldräume, da findet man nämlich Items. Der Sinn des ganzen Spiels ist es natürlich effektiv, hier sich zu verbessern, stärker zu werden. Speeddown ist natürlich so eine Sache, also wenn die Geschwindigkeit des Spielcharakters runtergeht. Ja, wir haben gerade Kacke zerweint. Das geht. Wenn die Geschwindigkeit des Spielcharakters runtergeht, ist natürlich doof. Und dann gibt es hier in solchen Goldräumen gibt es dann immer Items. Ja, die kann man so aufsammeln. Die machen verschiedene Sachen. Das hier ist zum Beispiel die Spritze. Wir haben jetzt leider noch keinen D6, also so ein Item. Da könnte ich das nochmal rerollen. Aber wir nehmen es einfach mal mit. Und zwar Drivers. Jetzt haben wir Poison Touch. Was das bedeutet, wenn uns Gegner treffen und die dann sterben. Beziehungsweise die sterben dann, weil wir sie vergiften. Das ist eigentlich eine gute Sache. So, jetzt gucke ich doch mal in den Stachelraum. Da gehe ich nämlich durch. Das ist aber so, weil das so stachelig ist, die Tür. Aber tut das weh. Ach Gott. Okay, wir haben Bomben. Wir können Bomben legen. Ich werde mich mal hier so dazwischen zwängen und einfach das Feuer ausbomben. Einfach, weil wir da so ein blaues Herzchen bekommen. Nein! Alles klar. Das ist eigentlich eine gute Sache, was gerade passiert ist. Wir haben eine rote Truhe aufgemacht. Rote Truhen sind meistens so Teufelstruhen. Und wir haben einen Devil Deal bekommen. Ein Devil Deal auf der ersten Ebene. Das ist eigentlich eine geile Sache. Aber, ja gut, nehme ich einfach mit das hier, weil das ist gut. Und das nehme ich auch mit. So, und jetzt muss ich gucken. Aua! Verdammt, dass ich hier wieder rauskomme, ohne mir weh zu tun. Das habe ich leider nicht geschafft. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe quasi Leben gegen Items eingetauscht. Gute Items vor allen Dingen. Und muss jetzt gucken, dass ich mit den Leben hier wieder klarkomme. Das Problem ist, ich habe Lebenscontainer eingetauscht. Also, sprich, ich kann die nicht wieder auffüllen. Die blauen Dinger, wenn die verschwinden, sind die nämlich weg. So, das bedeutet, ich muss neue aufsammeln, damit das sinnvoll ist. Ja, schauen wir mal. Gut, hier kann ich nicht aufmachen. Bombe habe ich nicht mehr. Dann würde ich sagen, ist es Bosszeit. Hoffe ich mal, dass ich mit dem bisschen Leben, was ich habe, überlebe. Oh Gott, da... ist Durchfallkacke. Nee, das ist... Au, da war der Poison Touch. Ich müsste ja eigentlich weg. Aua, ja. Ich muss hier mal ein bisschen Platz machen. Dankeschön dafür. So, viel besser.
Nein, 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 nein. Okay, der ist weg. Sehr gut. Jetzt muss ich hier bloß noch die loswerden. Ja, man muss auch gucken, die hinterlassen manchmal so Kacke auf dem Boden. Die kann natürlich sehr gefährlich sein. So. Und da ist ein schwarzes Herz. Das ist quasi wie so ein blaues Herz. Das verschwindet auch, aber wenn das verschwindet, macht es den Gegner nochmal Schaden. Und hier gibt es einen Lippenstift. Der macht Range up. Yay. Range up. Und man sieht auch hier die Herzen, die kann ich nicht einsammeln, weil ich keine leeren Herzcontainer habe. Weil die habe ich ja alle verdielt. An den Teufel verdielt. Passend zu Halloween. Okay. Sie sieht übelst freakig aus, schon der Isaac. Der verändert sich halt auch mit jedem Item, was man so aufnimmt. Das finde ich auch so mega klasse. Ah, schön. Oh nö, ist mir der Pillermann abgefallen. Halloween, Hilfe! Finde ich sehr gut. Eigentlich ein schönes Spiel für so ein kleines Special. Das hier oben ist ein Kampfraum oder ein Challenge-Raum. Da müssten wir allerdings die Kisten aufsprengen. Und ich habe keine Bomben mehr. Sieht man ja links. Keine Bomben. Null. So, das ist jetzt doof, weil diese Fliegen sind ziemlich bösartig. So, die muss ich mal hier, ne? Die schießen nämlich auf einen. Die machen nämlich auch irgendwelche Schüsse. Bloß, dass die nicht weinen, die... Ah ja, stimmt ja. Jetzt brauchen wir ja einen Schlüssel. Sehr gut. Schlüssel für den Goldraum, ne? Wir müssen ja hier die Türen aufmachen. Und Mirror. Weißt du was, wir nehmen? Wir nehmen einfach mal mit. Wir nehmen einfach mal die Boomerang-Tiers mit. Die kommen nämlich wieder zurück. Da kann man vielleicht auch lustige Sachen mit anstellen. Schau mal einfach mal, was möglich ist. Hier ein bisschen kleine Kackehaufen kaputtweinen. So, hopp. Du auch. Schwupp. Okay, der Kackehaufen ist sogar von alleine ins Feuer gerannt. Oh. Und da war noch eine Münze im Feuer. Eine Münze im Feuer. Super Sache. Ach, verflixt. Voll reingerannt. Das war nicht so schlau. Ah, da ist schon der nächste Bossraum. Allerdings haben wir wenig Life. Wir haben echt wenig Life. Im Shop mit zwei Münzen können wir im Shop auch nicht viel ausrichten. Wir können noch mal gucken, was hier hinten so lauert. Vielleicht ist da ja noch ein spezieller Raum, der uns irgendwie weiterhilft. Man weiß ja nie. Oder wir kriegen einfach bloß hart auf die Mütze, weil die Gegner so böse sind. Moment. Hä? Okay, zwei Räume. Einer davon ist ein Shop, der andere... Ah. Jetzt haben wir auch noch so eine Wahrsagekarte gefunden, nämlich The Emperor. Die könnten wir benutzen, um direkt zum Boss zu gelangen. Möchte ich mir aber aufheben. Die möchte ich nicht für so einen Blödsinn direkt verbrauchen. Die kann man sinnvoll nutzen. Sehr sinnvoll sogar. So. Ich muss sagen, es gibt die Möglichkeit bei Isaac immer schnell durchzurushen und dann kriegt man vielleicht hier oder da noch den einen oder anderen Bonus oder einen Gegner, der halt zeitbelohnt da auftaucht. Jetzt muss ich gucken, warte mal. Das ist beides das gleiche Symbol, ne? Ich weiß nicht, leider jetzt nicht, was der Shop ist und was der Spezialraum ist. Das ist der Spezialraum. Nice. So, Book of Belial. Temporary Damage Up. Jetzt haben wir ein Leertasten-Item bekommen. Das können wir quasi so einsetzen, wie wir da lustig sind. Also, ich mach das mal hier so. Als Beispiel, dann ist es eingesetzt und dann haben wir halt hier so Monster drehen. Das Problem ist, das ist nur für diesen Raum gültig. Ist aber nicht schlimm, ich kann es hier mit dieser Batterie wieder auffüllen. Und die brauchen wir sowieso zu nichts anderem. Von daher. Okay. Haben wir uns den richtigen Raum ausgesucht? Da bin ich auch ein bisschen froh drüber. Bomben habe ich leider immer noch keine, sonst könnte ich hier diverse schöne Sachen machen. Naja. Egal. Da kriegt man nicht auf, wir haben nichts. Okay, dann Bosskampf. Monstro, ein blobberiger Blobs. Und da nutze ich auch mal mein Buch direkt. Macht hier ein paar Dinge kaputt. So, den Monstro. Man muss auch dazu sagen, wie schon gesagt, Isaac habe ich auch schon viel privat gespielt. Daher weiß ich auch, wie man mit dem ein oder anderen Boss hier umgehen muss. Es ist nichts komplett Neues für mich. Aber, ui, spukt er wieder. Zack, zack, zack. So, spuckst du um und dann ist er tot. Das war ja einfach. Monstros Zahn habe ich freigespielt. Nice. Und hier gibt es direkt nochmal so ein Herzchen. Und wir kriegen einen weiteren Devil Deal. Das ist eine gute Sache. Schauen wir gleich mal rein. Ui, das sind beides gute Sachen. Das eine ist Guppy's Head. Das ist ein Guppy-Item, was eigentlich schon mal gut ist. Aber ich glaube, ich nehme das hier, weil das lässt uns fliegen. Momentan laufen wir auf dem Boden. Und mit Fliegen können wir zum Beispiel über Steine, die uns im Weg liegen, einfach drüber fliegen. Und
viele coole Sachen machen. Ich nehme das jetzt einfach mal mit. Und wir haben Azazazel geunlockt. Nice. Wir haben jetzt natürlich nur wenig Life. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und auch nur nicht wieder erlangbares Life. Also dann müssen wir gucken, dass wir mehr von diesen blauen Herzen treffen. Finden. Natürlich. Und aber das ist soweit so gut. Soweit so gut. Sieht gut aus. Alles klar. Und weiter. Ab in die nächste Ebene. Oh, und bald in die Fresse. Oh nö, der lacht mich aus. So. Okay, blup. Da sind wir jetzt wieder zum wuselnden Geist geworden und können hier fröhlich, freudig weiterfliegen. Wir hätten noch die Batterie aus der letzten Ebene mitnehmen können. Naja, egal. So, hier sind wieder Gegner, die freche Sachen machen. Zum Beispiel auf uns zufliegen. Aber peng, tot, Kiste, jawohl. Und eine Bombe. Das ist eine schöne Sache. Hätten wir auf der letzten Ebene gut gebrauchen können. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Und ich habe keine Reichweite. Ah, an die ranzugehen ist echt bösartig. Eieiei. Ja, spreng dich mal selbst. Das ist eine gute Idee. So. Vorteil ist, die Suppe hier, ne, da wir nicht auf dem Boden sind, kann die uns nichts anhaben. Ja, die Suppe, die kann uns mal. So, und die lila Tränen sind Verfolgungstränen. Ist auch richtig bösartig. Kann richtig gefährlich werden auch. Okay. Schieb dich mal. Obwohl, hier wird wahrscheinlich kein Geheimraum sein. Es kann nämlich auch sein, dass es hier an den Wänden Geheimräume gibt. Die kriegt man mit Explosionen auf. So. Aber da ist keiner. Schade. Gut, wir nehmen aber mal die Left Hand mit. Weil die macht, dass jegliche Kisten, die droppen, zu solchen roten Kisten werden. Wir hatten nun am Anfang das Glück, dass wir direkt in den Teufelsraum da teleportiert wurden. Aber es besteht halt auch die Möglichkeit, dass da einfach bloß tolle, nicht-teuflische Sachen drin sind. So, du kannst... Ui, das war knapp. Da wäre ich fast wieder reingerannt. Immer dasselbe bei den Dingern. Ein Kampfraum. Ah, guck mal, da sind sie nämlich, die Truhen. Ich hätte gerne noch vorher mehr Leben. Ah, schauen wir mal weiter. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Die sind auch böse, böse Viecher. Hinfort. Genau, die schießen hier nämlich in alle Richtungen und boah, fürchterlich. Okay, haben wir aber souverän gelöst. Finde ich gut. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Die sind auch ziemlich hässlich, die Viecher. Die schießen auch ziemlich hart und gehen mir ziemlich hart auf den Keks. Nein, 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 nein. Okay, alles gut. So, ha! Elegant mit einmal drumherum fliegen gelöst. Ui, da muss ich aber selbst sagen, das war schon hier das eine oder andere Mal ein bisschen knapp. Okay, nein! Oh, 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 nein, der hat mich getroffen. Der hat mich getroffen, du Frechdachs. Nein, ein halbes Herzchen weniger. No. Das ist nicht so gut. Oh, wups. So, ich stelle mich mal hier hin. Das Schöne ist, wir können jetzt hier einfach sitzen und warten. So, hier noch ein bisschen den anhauen. Ein bisschen den anhauen. Einfach. Weil die. Der Vorteil ist, wir können fliegen. Die Gegner können uns nicht beschießen, wenn wir auf irgendwas drauf sind. Was uns einen enormen Vorteil verschafft. Zack. Hihihi. Dann können wir die quasi safe aus der Ferne alle platt machen. Super Sache. Bosskampf. Oh. Eine Pille. Ja, sind wir kleiner geworden. Hui, wir sind kleiner Geist. Ganz kleiner Geist. Okay, verdammt. Ich weiß nicht. Ich suche ja noch den Goldraum. Ah, ich brauche einen Schlüssel. Fix mal eins. Nee, nicht mich hauen. Aua. Okay. Was das war? Ich habe gerade Schaden bekommen und der Effekt von dem einen Item, was wir eingesammelt hatten, von diesem Schriftstück da kam durch und hat die Gegner für uns getötet. Finde ich gut. Also hat den Schaden gemacht. Es hat ausgereicht, um sie zu töten. Ah, das ist so einer. Yikes. Der läuft nämlich rum. Das ist nämlich quasi derselbe, wie wir schon mal hatten. Bloß, dass der rumläuft und nicht... Ein Schlüssel. Nice. Okay, ab in den Goldraum. Ist das Item schon immer so riesig gewesen? Oder kommt mir das jetzt nur so vor, weil wir so klein sind? Ja. They grow inside you. Finde ich gut. Ich glaube, das war das Item, wenn wir mit Tränen töten, kommen da Fliegen raus, die für uns kämpfen. Irgendwie so war das. Also es gibt auch ein paar Fliegen, die für uns kämpfen. Nicht nur alles Böse und Tod und Verderben hier. Ah, wir haben aber so wenig Life. Nee, das ist doof. Das ist doof. Das ist doof. Aber okay, ich versuche damit klarzukommen. Und
Ja, werde hier diese Truhen öffnen. Einfach um zu gucken, was passiert. Also zumindest eine, um quasi den Bossraum oder den Kampfraum zu triggern. Mal gucken, was bei rumkommt. So, Gegner. Okay, ja, cool. Wir kriegen Fliegen, die für uns kämpfen. Nice. Oh. Die sind böse. Die sind richtig böse, die Gegner, weil die machen auch ein komplettes Herz Schaden. Und stehen wieder auf, wenn sie nicht kaputt, komplett kaputt gemacht werden. Ja, die fallen zu Klumpen und kommen dann wieder raus. Ach, hässlich. Hässliche Gegner. Ah, nein. Schön alle tot gehen. Nice. Haben wir geschafft. Ich hatte eigentlich noch auf, ja, Pillen testen. Full Health. Wow, super. Wir haben leider kein richtiges Health und das ist ein Speeddown. Den lassen wir liegen. Ich will nicht noch langsamer werden. Verflixt. Ach, mit einem Herz zum Boss. Aber wir können hier unser Item wieder aufladen. Das ist eigentlich eine gute Sache. Ich gucke mir aber doch den Raum hier noch an. Ah, so einer ist das. Hilfe. So ein frecher Raum. So, flitze ich mal hier hoch. Beschieße die von da oben. Lalalala. Hihihi. Okay. Da sieht man auch so eine lustige Fliege, wie sie da um uns drum fliegelt. Okay, schade. Ich hatte gehofft, dass wir in dem Raum noch irgendwas Schönes finden, was uns weiterhilft. Leider nicht. Okay, dann Bossraum. Ja, muss wohl. Ach, hoffentlich ist es... Ah, Chap. Chap ist eigentlich machbar. Ups. So. So, Chappi-Chap. Das Schöne ist, wir können uns ja immer wieder hier auf die Steine stellen, wo der uns nicht kriegt. Na, jetzt wäre ich fast in ihn reingerannt, ich Dussel. So, weg mit dir, Chappi-Chap. Nice. So, haben wir das geschafft. Hier gibt es nochmal... Wow, eine Zecke. Die nehmen wir leider nicht mit. Die sorgt zwar dafür, dass die Bosse weniger Life haben, aber die kann man dann dafür auch nicht wieder tauschen und ablegen. Also die Zecke lasse ich mal liegen. Ich gucke mir noch den Devil Deal. Oh, wir haben auch ein Level. Ah, wir haben auch ein Herz dazu bekommen. Na, dann gucke ich mir auf jeden Fall den Deal hier an. Und es ist ein guter Deal, den ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Ein sehr guter Deal. Nice. Sehr gut. Hier, schön Herzchen und einmal kurz ein Guppy-Item. Wir haben einen Charakter freigeschaltet. Schon den zweiten. Super Sache. Nice. Nice. Jetzt haben wir so ein schickes, pinkes Halsband. Ist das nicht toll? Und immer noch wenig Leben. Aber trotzdem eine gute Sache an sich. Ich werde mal noch eine Batterie holen. Diesmal vergesse ich es nicht. Für den Notfall. Man weiß ja immer nie. Einfach unser Buch aufladen, was wir hier einsetzen können. Ich könnte jetzt auch noch anfangen, Geheimräume zu suchen. Allerdings will ich mir die Bomben lieber für die nächste Ebene aufsparen. Schon besser. Wir haben echt gute Items bis jetzt. Also ich bin recht zufrieden. Frieden. Ein bisschen mehr... oh, jetzt habe ich es weggedrückt. Rein aus Macht der Gewohnheit. Nee, ein bisschen mehr Range würde ich mir noch wünschen. Das wäre noch ganz klasse. Aber, ja, das war doof. Weil die hier in alle Richtungen kacken, die kleinen Würmchen, diese Doppelwürmchen. Na, aber Abschied. Na, stirbst du einfach mal. Dankeschön. Und eine Bombe. Und ein Arcade Room. Da könnten wir jetzt ein bisschen Glücksspiel betreiben, aber das lassen wir jetzt erstmal. Ich wollte aber trotzdem gucken, was in dem Arcade Room drin ist, weil das immer gut zu wissen ist, sowas. Na, au, verflixt. Ja, das macht hier natürlich überhaupt nichts. Weil das blöde Gegner sind. So, der ist explodiert, das ist schon mal gut. Einer weniger. Ach, ich bin so ein Dussel. Wieder voll reingerannt. Konzentration, Boy. Konzentration. Du lässt nach und verlierst sinnlos Leben. Ja, da war's nochmal. Au. Da konnte ich nicht mal die Gegner zeigen, die explodieren. Also doch, ich konnte sie schon zeigen. Ach, Mist. Wieder so viel Leben verloren. Sinnloserweise. So, schauen wir mal. Der, okay. Da muss ich mich jetzt tatsächlich konzentrieren, weil das sind auch so ein bisschen meine Hassgegner mit. Also, es gibt... Oh, nein. Okay, das war Explosive Diarrhea. Wenn du die Pille nimmst, kackst du Bomben. Nicht schön. Gar nicht schön. Okay, ich gehe mal hier unten in den Raum rein mit... Okay, ich setze das Buch rein. Das sind wir... Au,
Ja, das sind nämlich auch so richtige Arschlochgegner. So richtige blöde Springspinnen. Ich mag die überhaupt nicht. So, hier, weg mit dir. Ich komme auch nicht so wirklich gut auf die klar. So, den haben wir nochmal einmal getroffen. Zack, und nochmal. Ach, zum Glück. Warum gibst du mir nur Herzen? Ich brauche doch die anderen Herzen. Ich will wieder Leben haben. Ach, Menno. Und ich meine, einen Schlüssel habe ich. Ah, ich brauche einen Schlüssel. Oh Gott, was ist das schon wieder für ein Raum hier? Das Schöne ist, hier in der Mitte kriegen uns die kleinen Würstchen nicht. Ja, da können die rumwursteln, wie sie wollen. Die erwischen uns hier nicht. Nice. So, dann warte ich einfach mal ein bisschen ab und beschieße die so, dass die mich nicht erwischen können. So. Hopp. So, jetzt können wir uns auch ein bisschen mehr trauen. So. Die schwarzen Würmchen sind halt fies, weil die nochmal so in die Richtung nochmal was abschießen. Das ist halt sehr frech und gemein. Und dann wieder ein rotes Herz. Ich werd bescheuert. Ach Mann, ich will doch bloß... Oh, wir haben Schlüssel. Ich habe gerade einen Schlüssel eingesammelt. Ja, stimmt ja. Ah, toll. Okay, was haben wir denn hier? Ein weiteres Item. Das nehmen wir natürlich mit. Ich glaube, ist das Balance? Nee, jetzt haben wir so ein kleines Baby, was an uns dranhängt. Das ist, gut, klein. Das ist genauso groß wie wir fast schon. Und kein Geist, aber das greift nahe gelegene Gegner an. Also wenn wir jetzt hier gestanden hätten, wäre das halt die ganze Zeit rumgewuselt und hätte die Gegner angegriffen. Eigentlich eine super Sache. So, oh, die Spinnen. Nein, da mache ich auch definitiv nochmal unser Buch an für mehr Damage. Weil die Spinnen, ich hasse diese Spinnen. Die sind auch so richtig hässliche Spinnen. Ja, die explodierenden sowie die großen hier, weil die teilen sich dann nochmal in kleinere Spinnen. Spinnen sind allgemein Arschlochgegner in diesem Spiel. Aber wir haben, glaube ich, ganz gute Chancen mit unserem kleinen Freund hier, der uns da weiterhilft. Nice. Es könnte sein, dass hier oben ein Geheimraum ist, oder? Hier so? Ich probiere es mal aus. Wir haben ein paar Bomben. Schön. Ist keiner. Gut, nevermind. Wir haben eine Bombe verschwendet. Effektiv ins Nichts gesetzt. Ja, das ist mir egal. Ich kann hier eh drüber fliegen. Hui. Ja, das ist eigentlich ein Boss, aber der war jetzt ja auch nicht schwer. Das ist, glaube ich, ein erster Ebenen-Boss, also ein Boss der ersten Ebene. Oh, die sind auch hässlich. Oh, das ist wieder so eine Art Gegner, die ich überhaupt nicht mag. Weil die kommen ja auf und genau das passiert. Ach, Menno. Ach, wieder ein Leben verloren. Ah, so sinnlos. Nein, wir verlieren immer so viel sinnlos Leben. Ja, das ist mir auch egal. Hier drücke ich das Knöpfchen und schwebe hier rüber und drücke das Knöpfchen. Einfach, weil ich es kann. Easy going. Ein Leben haben wir noch. Oh, nicht so schön. Nicht so schön. Hier, da siehst du, wie er da loslegt und alles kaputt macht. Piu, 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 piu. Während wir da einfach ganz gechillt auf so einem Pilz sitzen. Okay. Das ist jetzt doof. Ich werde mal den Schlüssel nutzen und in diesen... Ist das ein Shop? Ich hoffe, das ist ein Shop. Mal reingucken. Vielleicht können wir uns noch ein Leben kaufen. Ah ja, der Shop ist noch klein. Ich verstehe. Ich erinnere mich. Da war ja was. Ah, so lange her, dass ich Isaac neu angefangen hatte auch. Also, hui. Es wird auch eine etwas längere Folge. Also so eine Isaac... Session, sag ich mal. So ein Isaac, eine Runde dauert auch eine halbe bis eine Stunde, je nachdem wie gechillt man spielt. Und ich würde von mir selbst behaupten, ich bin doch schon ein sehr gechillter Spieler, was das angeht. Und wupp. So. Was haben wir hier? Eine Pille mit Luck ab. Hui. Zum Glück haben wir Glück ab. Ah, ich guck's mir an. Oh nein. Nein. Das ist sehr, sehr schlecht. Obwohl der jetzt noch geht. Ja, jetzt kackt er hier noch ein paar Gegner aus, die mir überhaupt nicht gefallen wollen. Au, nicht gut. Stirb. Okay. Und, oh, der Fette. Der ist auch richtig hässlich. Es könnte sein, dass wir jetzt sterben. Weil der sehr, sehr bösartig sein kann, wenn er richtig loslegt. Okay, er kackt los. Ja, alles klar, geht noch. Nicht mich einsaugen. So.
Komm schon, kleines Baby. Hilf mir. Mach ihn kaputt. Oh, Gott sei Dank. Yay, ich möchte das Let's Play auch einfach bloß spannend gestalten. Oh, wir haben noch ein Leben. Oh, weia. Ich habe noch eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit gibt es noch, wo wir vielleicht noch Glück haben können. Oder vielleicht sogar sehr dämlich dran sterben. Wir können hier noch ein bisschen spielen. Einfach mal, wir haben ja Glück ab. Yo, super. Da steckt man eine Münze in den Spielautomaten und der explodiert erstmal eine Runde. Na, super Sache. Nee, ich bräuchte eigentlich... Ja, super. Ja, Schlüssel sind eigentlich eine gute Sache. Komm, was soll's. Okay, noch ein bisschen mehr Geld. Warum nicht? Bomben? Haben wir so viel? Nein, okay, da kam jetzt nämlich eine Fliege raus, weil man hat so eine Hütchenspielerchance, so eine 1 zu 3, dass entweder zweimal eine Fliege rauskommt oder einmal das Item, was er drunter gelegt hat. Ja, hier war es wieder eine Fliege. Na, ein paar Münzen haben wir noch. Ich spiele mal noch weiter. Okay, eine Bombe würde ich nehmen, wenn du sie mir gibst, aber der gibt sie mir nicht. Ich vergesse auch die ganze Zeit, dass wir hier noch Freunde haben, die uns helfen. Yay, Schlüssel. Nice. Okay, komm, noch einmal. Ach, Leben wäre mir lieb gewesen, aber... Tut mir leid, dann muss ich dich mit einer Bombe, die ich ja noch habe, sprengen. Ach, fix, kommt nichts an vernünftigen Leben raus. Und was hier, wenn ich dich sprenge? Naja, wenigstens Geld. Das war nämlich eine... Was war es, ein Nickel? Sind 5 Cent? Sind Nickel? Also auf jeden Fall hat die schwarze Münze einen Wert von 5. Doch, von 5. Dann gibt es noch silberne Münzen. Das sind Dimes, glaube ich. Ja, doch, amerikanische 10 Cent Münzen. Die bringen einen sogar 10. Mhm. Aber wir hatten kein Glück, schade ist es. Münzen haben wir noch ein paar, ein bisschen. Ja gut, dann dürfen wir uns jetzt absolut nicht treffen lassen von dem Boss. Dahinter steht zwar mal 1 Fragezeichen, das ist nämlich Guppies Color, also das Halsband, was wir eingesammelt haben. Das gibt uns vielleicht eine Chance, dass wir doch nicht sterben und wiederkommen. Aber nur vielleicht. Das ist keine hundertprozentige Sache. Also entweder das Spiel vorbei, wenn wir getroffen werden, oder nicht. Schauen wir mal. Gürdi. Gürdi, Gürdi, Gürdi. Okay. Und wir sind tot. Und es ist vorbei. Ah, das war doof. Ich habe mich da jetzt gerade zu sehr auf den selber konzentriert und die blöde Fliege da. Es gibt eigentlich eine relativ sichere Methode, um den zu besiegen, wenn man sich hinter den stellt. Ah, schade. Wie weit sind wir gekommen? Gar nicht weit. Ei, wie lange haben wir aufgenommen? Halbe Stunde. Ah, ja gut. Gut. Tod und Verderben an Halloween, würde ich sagen. Ja, hier sieht man es nochmal. Liebes Tagebuch, das bin ich. Ich bin tot. Oh, heute bin ich gestorben. Oh, wurde von irgendeinem so Blobs gekillt. Und der ist hässlich. Ja, hier meine ganzen Sachen hinterlasse ich meiner Katze, Guppy. Gute Guppy-Katze. Ist eigentlich cooles Zeug. Ist echt cooles Zeug gewesen. Ich habe mich aber auch dusselig angestellt. Sinnlos und leider schade, schade, schade. Aber, kleines Halloween-Special. Ich hätte es gerne noch weitergebracht. Mann. Ja, wir haben hier noch ein paar Sachen freigeschalten. Wir haben hier zum Beispiel Azazazel und Lazazarus. Ja, das sind zwei Charaktere, die wir freigeschaltet haben. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir das ja in den Kommentaren schreiben und dann können wir mal gucken, ob wir das vielleicht öfters machen, ob ich hier öfters mal auch Binding of Isaac bringe. Ich finde es eigentlich sehr lustig, es macht auch viel Spaß und vielleicht bin ich beim nächsten Mal nicht ganz so kacke. Dann können wir mal gucken, dass wir hier mehr und mehr Charaktere freischalten. Und auch mal sehen, um was es hier geht, weil was machen wir ja eigentlich? Ja, keine Ahnung. Spielen. Lustig. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch ein schönes Halloween, gruseligen Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal gucken, vielleicht sogar bei Isaac. Und in diesem Sinne, haut's rein und ciao, ciao.